Kasernen der Bundeswehr. Heute die Pionierkaserne in Gera. Sie ist militärische Heimat der nicht aktiven 4. Kompanie des Pionierbataillons 905, eines Sanitätsversorgungszentrums und des Panzerpionierbataillons 701, das zur Panzergrenadierbrigade 37 gehört und als Kampfunterstützungsverband die Bewegung der eigenen Truppen im Gefecht unmittelbar sicherstellt und gegnerische Truppenbewegungen hemmt. Übrigens, folge mir, wenn du selbst Soldat bist oder es noch werden möchtest. Denn neben vielen Tipps rund um deine Karriere nach der Bundeswehr stelle ich sicher auch bald deinen Standort hier als eigenes Video vor. Also los! Seit 1961 befanden sich mit dem Pionierregiment 3 der Nationalen Volksarmee Pioniere in Gera. Mit dem Ende der DDR wurde 1991 das Pionierbataillon 701 als neuer Pionierverband aufgestellt und an die bisherige Tradition nahtlos angeknüpft. Die Benennung der Kaserne steht daher im direkten Zusammenhang mit der langjährigen Stationierung von Pionieren am Standort Gera. Aktuell finden in der Liegenschaft umfangreiche Infrastruktur- und Baumaßnahmen statt. Wo bist oder wo warst du stationiert? Schreib's mir in die Kommentare. Und vielleicht nehme ich mir deine Kaserne als nächstes vor.